Hallo meine lieben Kornsüßen und Verrückten, ich bin's wieder, eure Grasri. Und erstmal ein ganz, ganz fettes Sorry. Ich glaube, ich habe schon wieder 2 Tage ausgelassen und keine Verlosung gemacht, obwohl ich das euch so doll versprochen habe. Aber wie ihr ja schon sehen könnt, da stehen die ganzen Kartons für die Verlosungen und meine Ware für den neuen Shop. Hier hinten stapelt sich meine Wäsche, die ich gerade eben gebügelt habe. Ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Ich habe irgendwie 24 Stunden, also gefühlte 24 Stunden nur noch zu tun. Aber ich will auch nicht lange rumheulen. Heute gibt es wieder eine super, super Verlosung und eine neue Sache in meinem Shop, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Ich würde sagen, um die Spannung ein bisschen zu halten, was es heute für eine tolle Verlosung gibt, stelle ich euch erstmal vor, was es Neues in meinem Shop ab Januar geben wird. Wie einige ja von euch wissen, habe ich auf Facebook Leute gesucht, die für mich Fimo-Sachen herstellen können. Also das ist ofenhärtende Knete, um es am besten zu beschreiben. Und habe eine ganz, ganz, ganz tolle junge Frau gefunden, die für mich jetzt in Zukunft etwas für meinen Shop machen wird. Und die macht richtig niedliche Sachen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe unten in der Infobox mal den Link reingesetzt von ihrer Facebook-Seite. Und ich zeige euch mal, diese Sachen wird es nämlich jetzt schon im Dezember geben, einfach um zu sehen, ob die Sachen denn auch bei euch ankommen. Und wenn die genauso schnell weg sind, wie zum Beispiel dieser coole Jumpsuit, der glaube ich nach 2 Tagen schon ausverkauft ist, dann, meine lieben Damen und Herren, wird es ab Januar öfter solche Sachen geben. Das sind nämlich ganz, ganz kleine süße Cupcake-Kettenanhänger mit einer Schleife und halt im Kawaii-Look. Kawaii-Look, also niedlich, einfach nur niedlich. Die gibt es in meinem Shop ab heute. Der Link dafür steht unten in der Infobox. Schaut aber auf jeden Fall mal auf ihrer Seite vorbei. Sie macht richtig, richtig schöne Sachen. Vielleicht ist es ja auch noch eine Last-Minute-Geschenkidee für Weihnachten dabei. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer Verlosung. Und ich liebe das irgendwie. Ich komme auch gar nicht ohne klar, ohne uns zwar zu sagen. Schaut mal bitte, ich hab mich total verliebt. Ihr wisst ja, ich stehe auf Pink. Da, 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 da. Sind die nicht hammer mega geil? Ich habe mich so darin verliebt. Die sind von Missy Rocks. Leute, ich habe die schon so oft gesehen. Ich glaube, JJ, die trägt diese auch ganz oft. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, oh, soll ich oder soll ich nicht? Und jetzt habe ich es einfach getan und habe mir diese Schuhe bestellt. Und die sind so wunderschön. Die sind noch besser als auf den Bildern. Die könnt ihr heute gewinnen. Mädels, die sind so unglaublich cool. Also bitte, bitte macht mit. Schreibt mir eine E-Mail an die unten genannte E-Mail-Adresse mit dem Betreff Missy Rocks. Und dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil. Und morgen bekommt ihr schon eine E-Mail, wer gewonnen hat von euch. Die sind so unglaublich toll und unglaublich bequem. Bequemer als jeder Heel, den ich bisher anhatte. Und die sehen außerdem richtig cool aus. Wer hat schon so eine Heels im Schrank? So, meine Lieben, das war mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Video und morgen gibt es wieder ein tolleres Video, versprochen. Ich habe euch ganz so lieb und wir sehen uns bis morgen. Achso, ich werde jetzt übrigens in Zukunft öfter mal wieder bei YouNow sein, haben wir uns so beschlossen. Da wir dachten, wir wollen euch ein bisschen mehr an unser Leben teilhaben lassen. Das heißt, ihr könnt öfters mal, ich weiß nicht, ob ich das auch in Facebook einfach ankündigen werde, bevor ich online gehe. Ansonsten kriegt ihr es mit, wenn wir gerade live sind, dann habe ich so das eingebaut, dass ist mein Facebook-Account postet, dass wir gerade live sind. Und dann könnt ihr uns beim Plätzchenbacken beobachten, wenn wir gerade verrückt die ganze Familie tanzen, wenn wir gerade basteln, wenn wir vielleicht gerade whatever, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was wir alles da veranstalten werden. Auf jeden Fall werden wir öfter live sein. Wir haben uns vorgenommen, mindestens 2-mal die Woche. Mal gucken, ob es euch auf den Sack geht oder nicht. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich habe euch ganz so lieb. Eure Grasri.